den Alltag von Typ 1 und Typ 2 Diabetes wird etwas unterschiedlich beeinflusst. Beim Typ 1 Diabetes sind es häufig jüngere Patienten, die betroffen sind, die viel intensiver ihren Blutzucker müssen kontrollieren, mehrmals pro Tag, und entsprechend Insulin spritzen müssen bei jeder Mahlzeit und noch ein basales Insulin. Beim Typ 2 Diabetes, vor allem im Anfangsstadium, geht es mehr darum, dass man seinen Lebensstil ändert, dass man anders isst und sich mehr bewegt. Also vor 3 Jahren wurde bei mir ein Typ 1 Diabetes diagnostiziert, relativ überraschend. Weil ich vor 5 Jahren völlig gesund in die Schweiz gekommen bin. Und ja, zum Glück bin ich mit einer Krankenschwester verheiratet und die hat das dann relativ schnell gemerkt, sodass wir dann reagieren konnten. Wenn man den Diabetes Typ 1 als Diagnose bekommt, ist es natürlich auf den Moment ein Schock, weil es ist eine chronische Erkrankung und häufig kommt es relativ unerwartet. Wichtig ist zu wissen, dass man diese Krankheit sehr gut behandeln kann, mit wenig Einbuß in dem Alltag. Nach meiner ersten Diagnose habe ich mich sehr eingeschränkt gefühlt durch den Diabetes, weil es eine Veränderung bedeutet hat. Und das ist klar, vorher war ich ein ziemlicher Lebemann, also habe wenig Rücksicht auf mich und meinen Körper genommen. Bin auch beruflich unheimlich flexibel zeitlich und muss mich nun neuen Strukturen hingeben. Das war eine Umstellung, dadurch, dass das jetzt aber schon 3 Jahre her ist und man sich da reinschafft, ist das heute kein Problem mehr. Ich habe Diabetes Typ 2 und vor 5 Jahren hat man das bei mir festgestellt, da ich mein ganzes vergangenes Leben sehr viele Diäten gemacht habe. Gewichtszunahme, wieder abnehmen, wieder zunehmen, Jojo-Effekt. Und letztendlich hatte ich vor 5 Jahren die Diagnose gehabt. Wenn man den Typ 2 Diabetes als Diagnose bekommt, muss man realisieren, dass man eigentlich sehr viel selbst bewirken kann, um die Krankheit weitgehend kontrollieren bzw. ausschieben, indem dass man seinen Lebensstil ändert. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich versuche mich noch ein bisschen mehr zu bewegen, als ich mich sonst schon bewege. Es macht Spaß, mehr auf das zu gucken. Und letztendlich muss ich sagen, habe ich eigentlich nur noch dadurch gewonnen. Grundsätzlich ist Diabetes eine Krankheit, die einfach ist zu behandeln. Es geht aber darum, dass man die Krankheit versteht. Und darum ist es sehr wichtig, dass der Patient sich wohlfühlt beim Arzt, dass er auch nicht sich schämt, wenn er mal es ihm nicht passt, den Arzt zu wechseln, damit diese therapeutische Beziehung auch richtig stattfinden kann und damit er die Motivation und Information hat, um seine Krankheit selbst im Griff zu bekommen. Ich denke, mit einer guten therapeutischen Betreuung, die ich habe, zum Glück hat es dann relativ schnell funktioniert, dass aus Angst Respekt wurde oder einfach Überlegtheit, und dann kann man seinen Alltag eigentlich relativ einfach handeln. Also ein Patient ist eigentlich gut eingestellt, wenn sein Blutzucker stimmt, und das ist eigentlich das Produkt von einer komplexen Interaktion von verschiedensten Faktoren, wie viel der Patient isst, wie viel er sich bewegt, ob er gestresst ist, was für Medikamente er nimmt, und alles das muss integriert werden, und das ist eben ein Teil vom Lernprozess, der ein Diabetiker machen muss. Zum Anfang hat sich mein Tagesablauf massiv verändert, weil man sich natürlich bremsen lässt. Also es war dann einfach so die Frage, man hat direkt Angst vor gewissen Sachen, die bis dahin selbstverständlich waren, also sei es sportliche Betätigung. Dann traut man sich einfach nicht, weil man halt merkt, dass man reagiert vom Blutzuckerwert. Und je aktiver man dann wird, umso unempfindlicher wird auch der Blutzucker dann wieder. Bei der Ernährung ist das was anderes. Zum Anfang kommen die ganzen Trauermärchen, dass man nichts mehr essen darf und nichts mehr trinken darf und sein komplettes Leben umstellen muss. Und dann lernt man eigentlich relativ schnell mit einer guten Ernährungsberatung, dass es eigentlich kaum Tabus gibt, bis keine, sondern dass man entsprechend reagieren muss mit dem Insulin natürlich und dass man es im Griff behält. Also Coca-Cola ist natürlich vorbei und solche Süßgetränke, aber es ist alles eine Frage der Gewohnheit. Also man muss als Diabetiker mit keiner Folgeerkrankung rechnen. Wenn man die Behandlung gut macht, kann man die weitgehend vorbeugen. Leider ist es nicht immer der Fall, und es ist leider so, dass die Hauptursache für Erblindung, für Herzinfarkt, Hirnschlag, Nierenerkrankung und bei einer Amputation immer noch der Diabetes in unserem Breitengrad ist. Es ist ganz gut gewesen, dass das so gekommen ist. So lebe ich bewusster. Ich kann mein Gewicht besser halten. Und mein Ziel ist es natürlich schon, eines Tages so viel Gewicht noch verlieren zu können durch gesunde Ernährung und auch durch Bewegung, dass ich vielleicht irgendwann ganz auf die Tabletten verzichten kann.